Hey, ich bin Timo und das hier ist ein Review zu Ombre Nomade von Louis Vuitton. Hast du hier etwa schon Erfahrungswerte? Dann in die Kommentare damit. Das würde mich mal sehr interessieren, wie du das Ganze siehst. Wenn du allerdings den noch gar nicht kennst und neugierig bist, dann bist du hier absolut perfekt aufgehoben. Und da du sowieso hier perfekt aufgehoben bist, lass doch gleich mal ein Abo da, wenn du neu bist. Das würde mich sehr freuen. Dann verpasst du auch keinen Schmackofatz mehr an guten Parfums. Ja, würde mich freuen. Aber genug herumgeschwafelt, lasst uns einfach mal diesen Duft hier auschecken und fangen mal mit dem Flakon an. Das Ganze kommt, wie ihr es schon kennt, in einem gelben Louis Vuitton Karton. Hier seht ihr einen 100ml Flakon, es gibt allerdings auch noch die 200ml Version. Der Flakon hat einen Magnetdeckel, das ist schon mal sehr gut. Der Sprüher ist auch in Ordnung. Der Flakon liegt in der 100ml Variante sehr gut in der Hand. Auch da kann ich mich nicht beschweren. Und ich würde mal sagen, hier gibt es noch ein paar Impressionen, ohne dass ich euch die ganze Zeit zulabern muss. Checken wir mal den Duft selbst aus. Generell ist der Ombre Nomade ein rauchiger, holziger Duft mit Leder-Vibes. Das klingt nicht nur düster und mysteriös, nein. Das ist er auch. Die Duftnoten sind recht überschaubar, wie meine Dates, und die blende ich euch gerne mal ein. Also nicht jetzt die Dates, sondern die Duftnoten. Weihrauch, Benzoe, Oud und Himbeer sind hier am Start. Und wie riecht dieser Duft? Stell dir vor, Weihrauchschwaden steigen aus Hölzern empor, auf denen Himbeeren liegen. Und wenn du jetzt denkst, oh, Himbeer, ist das jetzt so ein fruchtiger Fruchtbärchenduft, ja, was vielleicht auch zu ladyhaft wirkt. Nein, die Himbeer, die ist hier absolut nicht überrepräsentiert. Ja, am Anfang ist sie schon recht präsent, aber die fügt sich einfach in das Gesamtbild super gut ein. Ich könnte mir vorstellen, so riecht so ein richtig harter Kerl, ja, innerlich oder äußerlich. So ein Don Draper zum Beispiel von Mad Men oder ein Apache, ein Flair, ja. Das passt aber nicht nur zu so harten, maskulinen Kerlen, ja, die es vielleicht innerlich sind oder äußerlich oder einfach nur so wirken wollen. Nein, mittlerweile denke ich auch, eine Frau könnte den sehr, sehr gut tragen. Ne? Weil, stell dir mal Folgendes vor. Düsseldorf, Königsallee, ja, eine sexy, heiße Frau. Und du siehst schon an ihren Klamotten, dass die extrem viel Cash hat. Ne? Hat so eine Sonnenbrille auf, so eine Lederjacke, so ein Louis Vuitton Täschchen so und hat in der anderen Hand so 7, 8 Prada-Taschen oder sowas, ja, und läuft dann über die Königsallee und hat dabei diesen Duft. Das würde verdammt nochmal gut passen, ne? Ah, sexy, verführerisch. Die Einsetzbarkeit von Ombre Nomade, die sehe ich allen voran in den kalten Jahreszeiten für die etwas kälteren Tage, und das passt ja eigentlich super zu Deutschland, denn richtig Sommer haben wir sowieso nicht. Generell schon irgendwie ein Allrounder, denn je öfter ich den gerochen habe, dachte ich so am Anfang, oh, der ist mir viel zu heavy und ich weiß ja nicht, viel zu düster. Aber je öfter ich den rieche, desto smoother und angenehmer wird der. Wahrscheinlich gewöhne ich mich immer weiter daran, ne? Am Anfang war es ein bisschen, weiß nicht, aber mittlerweile denke ich sogar, fast, den könnte man im Sommer, wenn es vielleicht nicht jetzt gerade 30, 40 Grad sind, aber der deutsche Sommer, ne, so 18, 19 Grad und dann am Abend, könnte ich mir dann auch vorstellen, aber Achtung, es kommt hier auf die Dosierung extrem an, ne? Du kannst den auch im Büro tragen, allerdings, ja, vielleicht nicht ganz so doll sprühen, ja, 2 Sprüher, das reicht. Und ansonsten ist der natürlich für die Freizeit absolut top. Ja, überall da, wo du auffallen willst, da passt der nämlich sehr, sehr gut. Kommen wir zum Thema Haltbarkeit. Und die ist ganz kurz gesagt top. Da brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Und ich würde sagen, weniger sprühen ist mehr. Nicht nur, weil er teuer ist, sondern der nimmt schon so einen ganzen Raum einfach mal ein. Ne? Ich nehme ja so 2 Sprüher und damit komme ich den ganzen Tag super gut aus. Du willst natürlich mehr auffallen, klar, dann sprühe gerne auch nochmal ein drittes Mal oder ein viertes Mal. Mehr brauchst du, denke ich, eigentlich hier nicht. Er kriegt eine 9 von 10 in Sachen Haltbarkeit und Silage. Timo, top, aber keine 10. Ja, vielleicht könnte ich auch noch eine 9,5 vergeben und viele würden auch hier eine 10 geben, aber eine 10 bei mir, und ich habe es schon mal woanders gesagt, da musst du eigentlich überperformen. Ja, so wie beim Hachiwatt von Nishane, da muss ich wirklich 2-mal die Klamotten waschen. Ist eigentlich gar nicht cool, ne? Wenn ich irgendwie was raufsprühe, ob gewollt oder nicht, ja,
Das ist schon too much. Ja? Würde ich sagen, Leute, den Hadjiwat niemals auf Klamotten. Das ist echt nervig, ja. Da musst du 2-3 Mal waschen. Das ist wirklich too much, ja. Aber er ist top, ja. Ich weiß, bei mir ist das Ganze so ein bisschen loco, 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 muy loco. Aber er kriegt eine 9 von 10. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich auch top. Kommen wir zum Fazit. Du suchst einen düsteren, mysteriösen und trotzdem auffallend sexyhaften Duft? Hm? Du wilder Hengst oder du wilde Hengstin? Du suchst das? Oh, dann solltest du den hier ausprobieren. Haltbarkeit ist gut. Silage ist gut. Der Flakon und Sprüher, alles ist in Ordnung. Der Preis, naja, ist ja immer Ansichtssache, ne? So über 300 Euro für 100 ml. Das Gute ist, ihr müsst aber nicht so oft sprühen, weil der hat schon viel Power unterm Sprüher, ne? Ja, du suchst was Dunkles, dann check den aus. Nachteil, ich wohne in einer Kleinstadt, in Cuxhaven, an der Nordseeküste. Ja, ganz kleines Örtchen mit 50.000 Einwohnern und ich rieche den recht oft. Sogar beim Sport. Ja, sogar dort. Ich will gar nicht wissen, wie das in Berlin ist, in Frankfurt, in Hamburg. Ja, da werdet ihr das wahrscheinlich noch öfters riechen. Das solltet ihr natürlich wissen. Es ist ein beliebtes Düftchen, was sogar ich in der realen Welt mitbekomme. Ne? Aber sexy, mysteriös, düster ist er trotzdem. Und wenn du es suchst, musst du diesen Duft zumindest mal ausgecheckt haben. Alter Falter, der hat was. Da sind wir auch schon am Ende des Videos. Und jetzt bist du dran. Wie findest du Ombre Nomade? Wie sind deine Erfahrungswerte? In die Kommentare damit. Oder vielleicht hast du jetzt ja Bock, den mal zu testen. Auch das gerne mal teilen mit uns. Ja, du hast jetzt gerade nichts mehr zu tun und denkst, was mache ich denn jetzt noch? Ja, mein Date kommt erst in 5 Stunden und ich sitze hier schon frisch geduscht, ja, gestriegelt, wartend herum. Was mache ich jetzt? Kann ich dir sagen. Hier, ein Video von mir und noch ein Video von mir. Das guckst du und dann kannst du weitermachen mit dem, was du da gerade tust. Auf dein Date warten oder auf Weihnachten oder auf schönere Tage. Ja, wir sehen uns. Bis bald. Dein Nomade der wunderbaren Düfte, Timo. Ja.